Ja, meine Freunde, herzlich willkommen zu diesem Video. Ich möchte mit euch heute hier einmal über die Switch eine Möglichkeit raussuchen, was wir vielleicht zwischen den Tagen nochmal spielen können. Wir hatten ja jetzt den Livestream. Ihr wisst, mir geht es derzeit noch nicht so super gut, aber für ein bisschen Spielen und so eine Stunde am Tag, die Kraft, sag ich mal, die habe ich. Und ich habe auch Lust, mich ein bisschen zu beschäftigen. Und in diesem Video soll es jetzt heute mal gehen, dass wir hier einmal die Angebote uns einsehen, die es derzeitig gibt bei der Nintendo Switch. Und welches wir uns vielleicht aussuchen, dass wir halt, wie wir geplant haben, jeden Vormittag einen Frühstücksstream machen, da ich auch gerade kalt krank geschrieben bin. Und somit ergibt sich die Möglichkeit, jeden Tag zu streamen. Und da könnt ihr mal sehen, da gibt es eine Menge Angebote. Hier 1,99 Euro, das ist natürlich ein Witz, ne? Das ist gar nichts. Ihr könnt es auch im Nachhinein dann gerne in die Kommentare schreiben, welches Spiel ihr haben möchtet. Da werde ich jetzt einfach mal schauen. Ich würde gerne irgendwie ein Angebot auf jeden Fall wahrnehmen. Oh, guck mal, mit so einem Flugzeug. Auch geil. So ein bisschen Luftkampf ist auch mal was. Jetzt mal schauen. Also ich hätte gerne Lust, auf so eine Open World, aber es muss nicht sein. Oh, was ist das? Aha. Moonlighter. Und schauen wir mal, was sich da so ergibt, ne? Also ich werde euch jetzt mal so ein bisschen das alles präsentieren. Da sieht man auch mal für 99 Cent teilweise ein Spiel heruntergesetzt, ne? Oder 1,99 von 20 Euro. Das sind echt tolle Angebote. Train Station Renovation. Ha, wie geil ist das denn? Züge sauber machen. Ja, dafür muss ich ja nicht ein Spiel spielen. Kaufen. Oh, was ist das? Sinking City. 9,99 Euro. Sieht ganz interessant aus. Cool. Mal schauen. Guck dich das mal gerne bis zum Ende an, das Video. Damit ich da von euch eine Rückmeldung bekommen kann. Lass mal das ablaufen. Mal gucken, was da so herauskommt bei der Geschichte. So. Gucken wir uns mal einen Trailer an. Das sieht so ein bisschen nach gruselmäßig aus. Hallo. Willkommen to the Sinking City. A single-player story-driven adventure set in the dark Lovecraftian world of the 1920s United States. Meet Charles Reed, an ex-Navy diver and now a private eye investigating the most important case of his entire life. Okay. I think I'm going mad. I see things. Das sieht ja ganz cool aus. And I needed to stop. I was drawn here or guided or... Das sieht schon ziemlich spooky aus, aber geil. The end is nigh. It will begin again. In Oakmont, madness is normal. These people have accepted the flood and the monsters as a part of their everyday life. Eieiei. Ja, wie sieht's aus, Freunde? Habt ihr da drauf Lust? Ich werde auf jeden Fall das mit euch abklären. Scheint ein großes Spiel zu sein für einen Zehner. Kannst nicht meckern, ne? Weil wir spielen ja ab 1.1. das neue Harry Potter. Und da habe ich jetzt keine Lust, 60 Euro auszugeben für so ein Spiel zwischendurch, bin ich ehrlich. Und im Mai kommt ja Zelda. Also, da haben wir schon mal so ein bisschen... Ah, das sieht cool aus. Also das wäre so etwas, wo ich Lust zu habe. Wo wir so unter... Also glaube ich, das könnte echt sehr, sehr lustig sein. Also... So unter Wasser und so Open World und alles. Mal ein bisschen was anderes, ein bisschen spooky. Stelle ich mir gut vor. Guck mal hier, diese Riesenkrake. Was ist das denn? Das ist ja komisch, wa? Aber der Ton ist gerade weg. Hört ihr das? Das hatten wir heute im Livestream. Und ich weiß nicht, warum es so ist. Keine Ahnung. Vielleicht liegt es an der Capture Card oder so. Müssen wir mal schauen. Oder ich tausche die irgendwie um.
Aber der Ton ist gerade komplett weg. Das ist ja merkwürdig. Naja, werde ich beheben. Er ist wieder da. Ja, seid ihr angetan oder nicht? Also ich finde es auf jeden Fall schon mal sehr gut. Gefällt mir. Sieht interessant aus. Und ich glaube auch für einen Zehner ist es ein Spiel, was man nehmen könnte. Also irgendwie sowas stelle ich mir vor, wo wir halt irgendwie halt gemeinsam rumlaufen können. Ne, so ein bisschen halt auch mal den Spielekanal hier halt auch mal ein bisschen erweitern. Also Sinking City wäre jetzt so mein erster Favorite. Ich bin gespannt, was ihr sagt. Schreibt es mal gerne in die Kommentare rein. Dann, was ist das hier? The Suicide. Wow. Das sieht auch gruselig aus. Sind alles ja Gruselspiele. The Suicide of Rachel Foster. Günstig. Das ist schon mal sehr gut. Ich glaube, ich könnte mir vorstellen, dass wir weitere Spiele uns angucken. Ihr müsst entscheiden. Ich bin neugierig auf jeden Fall. Und hab Lust. Mal gucken. The bad weather crossing Montana is amassing all the characteristics of an atypical storm. The bad turn is proving worse than expected. Auf jeden Fall auch schon von der Grafik her was Cooles. Hello? My name is Irving Crawford. I'm calling to assist you during your stay at the hotel. I know you didn't want to go to your father's funeral. You are here. But now the hotel is entirely your property. Maybe you gained weight. It's called growing up. Idiot. Didn't think I. Wieso ist denn jetzt schon wieder der Ton weg? Das verstehe ich gar nicht. Auch die Übertragung hier. Also man hört mich, aber mein Bild über die Kamera ist gefreezed. Und der Ton ist auch gerade schon wieder weg. Merkwürdig. Ich glaube, meine Capture Card hat hier gerade voll einen weg. Schauen wir mal, woran es liegt. Wird sich schon irgendwie lösen. Also, das Bild ist gefreezed, warum auch immer. Das ist auch wieder ein Spiel, wo ich sage, könnte man machen. Out of there. Da ist jetzt wieder der Ton. Aber meine Kamera ist nicht so gut davor. Schade, Schokolade. Zum Glück ist es nicht im Livestream passiert. The Suicide of Rachel Foster. Okay, müssen wir mal schauen. Ich mache jetzt hier mal ganz kurz, weil mein Bild gefreezed ist, eine neue Aufnahme mit der Aussicht auf ein weiteres Spiel. Und dann würde ich sagen, ja, bis zum nächsten Video, Freunde. Und schreibt gerne mal eure Kommentare rein, was ihr zu den ersten Spielen sagt.